Oh, Michelle, die sieht aber gut aus. Vielleicht sollte ich mir dazu einen. Nein. Ach komm, scheiß drauf. Ha, hi Schatz, es ist nicht so, wie du denkst. Was willst du mit dem Baseballschläger? Nein, nein. Hallo, liebe Leute, stellt euch mal vor, ihr seht ein hübsches Mädchen in der Stadt. Wie das, was ihr jetzt sehen könnt. Neben euch ist aber eure Freundin. So, schaut ihr jetzt dem Mädchen hinterher? Guckt ihr sie überhaupt an? Oder guckt ihr bewusst weg, weil ihr denkt, oh, ich will ja meine Freundin nicht verletzen, wenn ich andere Mädchen angucke? Oh, jetzt macht ihr doch nicht ein auf Pussy und Weichei. Ihr seid doch nicht ein Tutorial, oder? Natürlich guckt ihr sie an. Ich würde sie auch angucken. Selbst wenn meine Freundin neben mir ist. Ich gucke ja nur. Ich starre nicht so und lasse dabei mein Sabba da raus, wie so, boah, ist wie geil, ey. Nee, gucken tut jeder. Und selbst die Mädchen oder die Frauen gucken anderen Männern hinterher, wenn sie in einer Beziehung sind. Also muss man sich nichts vormachen. Gewisse Freiheiten gehören dazu in einer Beziehung. Das Schönste wäre natürlich noch, wenn ihr mit eurer Freundin durch die Stadt geht und ihr guckt ein Mädchen an und sie merkt, dass ihr das Mädchen anguckt. Dass sie dann sagt, boah, die ist hübsch, ne? Und dann sagt ihr, ja, stimmt. Und dann geht ihr einfach weiter mit einem Lächeln. Weil ihr beide wisst, dass ihr so schön locker seid, dass ihr euch gegenseitig vertraut und nicht dann so ein Gezicke kommt. Aha, du hast das Mädchen angeguckt. Aha, bin ich dir nicht hübsch genug? Ach, Quatsch. Also, kein Mann sollte Angst vor seiner Frau haben und keine Frau sollte Angst vor ihrem Mann haben. Jeder braucht Freiheiten und eine Beziehung oder eine Ehe soll ja nicht bedeuten, dass man sich stark einschränkt. Ja, gewisse Einschränkungen gehören dazu. Man kann nicht mehr mit jedem vögeln, beziehungsweise mit jeder Person, die man geil findet. Aber das fällt vielen wahrscheinlich nicht schwer, hoffe ich doch mal. Und das Mädchen, was ihr jetzt seht, ist natürlich wirklich hübsch. Also es kann mir kein Junge erzählen, dass er sie nicht angucken würde. Es sei denn, er ist schwul und heißt Herr Tutorial. Aber ich würde sie angucken. Warum? Weil sie diese natürliche Ausstrahlung hat, diese natürliche Schönheit. Nicht Tonnen von Make-up, einfach natürliche Schönheit. Und ich hoffe, dass es so bleibt, dass der Großteil der Jungs auch sich eher von, ich sage mal, solchen Mädchen angezogen fühlt. Also die noch natürlich sind. Weil ich hasse es, wenn ein Mädchen wirklich 5 Tonnen Make-up hat im Gesicht. Das ist nicht mehr schön, das ist hässlich und eklig. Aber Gott sei Dank ist die Michelle hübsch. Von Natur aus hübsch. Und Michelle, wundere dich nicht, wenn ich dich dann in der Stadt angucke, wenn du an mir vorbeigehst. Wirklich nur angucke, aber das kennst du ja schon. Ich denke, viele Jungs gucken dir hinterher. Also ich würde dazugehören oder ich gehöre dazu. Und wundere dich auch nicht, wenn ich dich frage, ob ich dich interviewen darf. Mit Interview meine ich wirklich Interview und keine Hintergedanken. Ne, ne, ne? Liebe Jungs, tut mir einen Gefallen, lasst die Hose zu. Egal, macht was ihr wollt, ich erfahre es ja nicht, was ihr macht. Ihr müsst ja dann eure Tastatur abwischen oder euren Bildschirm. Ja, ich bedanke mich bei der Michelle dafür, dass sie so schön ist. Dass sie mir die Genehmigung hat, dass ich ihr Bild benutzen darf. Bei Marcel, der sozusagen vermittelt hat, du geiler Playboy. Und natürlich an das Mädchen, was mich zu diesem Video inspiriert hat. Danke an euch, liebe Menschen, liebe Leute, liebe schöne Menschen da draußen. Ja, da bin ich nicht eingeschlossen. Ich fühle mich so hässlich und fett. Ach nein, ich bin ja gar kein Mädchen und habe diese Probleme gar nicht. Okay, mehr habe ich nicht zu sagen. Euer Bichon, bis zum nächsten Mal.